Dies ist der große Astroberry Guide. Dazu ein kleines Vorwort. Diese Astroberry Videoreihe ist die Ergänzung eines großen Handbuchs, das ich geschrieben habe, und es soll euch dabei helfen, euch einen eigenen, vollwertigen Astrocomputer zu bauen. Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle aber noch, dass es aufgrund der beinahe unendlich vielen Funktionen und Möglichkeiten des Astroberries völlig unmöglich ist, diese alle in der Videoreihe zu erwähnen. Weswegen ich mich in diesem Video nur darauf beziehe, wie man den Astroberry installiert und mit dem Astroberry und K-Stars ECOS seine Kamera und Montierung etc. steuert. Alle Angaben sind dabei völlig ohne Gewähr, da es jederzeit zu Updates und Änderungen kommen kann, die in den Videos oder in den Handbuch gezeigten Erklärungen widersprechen könnten. Ich habe das Ganze mehrmals probiert, es hat immer funktioniert und ich kam immer bei dem gleichen Ergebnis raus. Um sich jetzt ein Astroberry selber zu bauen, werden unter anderem folgende Dinge benötigt. Ich empfehle euch hier mindestens einen Raspberry 3B Plus. Noch besser ein Raspberry 4 mit so viel Arbeitsspeicher wie nur möglich. In meinen Videos beziehe ich mich hierbei übrigens auf den Raspberry Pi 3B Plus, den habe ich. Und empfehlenswert ist dazu noch das originale Case. Was ihr dann noch unbedingt benötigt, ist ein Computer mit Internetanschluss. Und wichtig ist bei diesem Computer, dass auf diesem eine MicroSD-Karte gelesen werden kann. Wenn euer Computer das nicht hat, könnt ihr euch einfach für ein paar Euro so einen USB-Anschluss holen. Dort könnt ihr dann im Zweifel auch eure SD-Karte reinstecken. Dann ist noch zwingend erforderlich eine Powerbank mit mindestens 3 Ampere Ausgabeleistung und ich würde sagen mal mindestens 15.000 mAh. Oder optional, wenn ihr das Ganze stationär in der Gartensternwarte zum Beispiel verwenden wollt, das originale Netzteil. Das müsste, glaube ich, so ungefähr 10 bis 15 Euro kosten. Und dann habt ihr jetzt die Wahl. Entweder ein Laptop mit WLAN oder ein Tablet. Ich verwende hier einfach ein iPad, wobei theoretisch jedes andere internetfähige iPad genauso funktionieren sollte. Oder Maus, Tastatur und Monitor. Denn ihr habt 3 Möglichkeiten, den Astroberry nach dieser Videoreihe zu kontrollieren. Einmal über einen Laptop per Remote Control, einmal über ein Tablet, wie ich es nutze, auf dem Feld per Remote Control oder tatsächlich wie einen stationären Computer mit Maus, Tastatur und Monitor. Was ihr dann noch unbedingt braucht, ist eine MicroSD-Karte, die bei der Benutzung einer DSLR mindestens 16 GB und bei einer dedizierten Astro-Kamera, zum Beispiel der AS071, sofern ihr die Lightframes auf dem Astroberry speichern wollt, 32 bis 64 GB. Dann wäre optional aber noch empfohlen, einen günstigen GPS-Empfänger, der per USB funktioniert. Denn damit kann der Astroberry auch ohne Internetempfang auf dem Feld die korrekten Koordinaten, das Datum und die Uhrzeit beziehen. Das sorgt dann später für weniger Probleme und macht auch einfach die Bedienung einfacher. Ihr braucht sie aber nicht zwangsläufig. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit der Installation an. Nachdem wir all das benötigte Zubehör beisammen haben, können wir beginnen, den Astroberry zu installieren. Dafür benötigen wir noch ein sogenanntes Image vom Astroberry OS. Dieses lässt sich auf der offiziellen Seite downloaden. Wir müssen ein wenig nach unten scrollen, um eine Leiste zu finden, von der aus wir rechts auf Download klicken können. Wir werden dann an die entsprechende Stelle geleitet, wo wir den Download-Button der aktuellen Version finden. Während das Ganze gedownloadet wird, können wir bereits das nächste erforderliche Programm herunterladen. Dieses Programm heißt Berliner Etcher und ist ein Programm, mit dem wir das Astroberry Image auf die SD-Karte flashen können. Also zu Deutsch so installieren, dass der Raspberry in der Lage ist, beim Hochfahren das Betriebssystem Astroberry zu erkennen und zu starten. Wenn wir von dem roten Download-Button ein wenig herunterscrollen, sehen wir einen roten Link, der etcher.io lautet. Klicken wir auf diesen, werden wir direkt auf die Website von Berliner Etcher weitergeleitet. Und dort können wir nun mittig das Programm herunterladen. Wichtig! Ihr braucht ein Programm wie Berliner Etcher, um das Image korrekt auf die SD-Karte zu installieren. Es reicht nicht aus, das Ganze einfach nur auf die SD-Karte zu schieben. Meine Versuche, es ohne ein solches Programm direkt zu installieren, haben immer zum Systemabsturz des Astroberrys geführt. Sind nun sowohl das Astroberry Image und Berliner Etcher gedownloadet, installieren wir Berliner Etcher einfach auf unserem PC. Das ist wirklich kinderleicht und muss nicht extra erklärt werden. Im nächsten Schritt stecken wir unsere SD-Karte in den SD-Kartenslot unseres PCs und achten darauf, dass wir den Schieber, der die SD-Karte vor Schreibschutz schützt, nicht gelockt haben. Wir müssen jetzt unser gedownloadetes Astroberry Image noch entpacken, da es sich in einem sogenannten ZIP-Ordner befindet. Hierfür kann man entweder WinRAR oder 7-Zip oder andere Programme verwenden. Darauf näher einzugehen würde aber wirklich den Rahmen sprengen, weswegen ich mir hier erlaube, das hier nicht näher zu erläutern. Nur so viel, es ist wirklich kinderleicht. Haben wir unser Astroberry Image entpackt, können wir auch schon Berliner Etcher öffnen und mit der eigentlichen Installation beginnen.
Nachdem wir unsere SD-Karte eingesteckt und Balena etwa geöffnet haben, sollte dieses Fenster erscheinen. Unsere Aufgabe ist es jetzt vor allem, dem Programm zu sagen, welche Dateien wir auf welches Speichermedium flashen wollen. Dafür gehen wir zuerst auf die blaue Schrift Change unter dem Generic SB Drive in der Bildmitte. Hier können wir kontrollieren, ob das Programm das richtige Speichermedium ausgewählt hat und können dieses gegebenenfalls ändern, sollte es falsch sein. Bei mir wurde aber direkt das richtige Speichermedium erkannt. Dies bestätige ich dann einfach mit dem blauen Select One Button und lande wieder auf dem vorherigen Interface. Dort klicken wir auf das linke blaue Feld Flash from File und dann sollte sich auch gleich ein Ordner öffnen. Jetzt müssen wir hier unser gerade entpacktes Astroberry Image auswählen. Klicken wir jetzt unten rechts auf Öffnen, landen wir wieder direkt im ursprünglichen Interface und klicken dann einfach auf Flash. Danach heißt es einfach warten, bis Balena Etcher mit der Installation fertig ist. Wenn das Programm die Installation und die Überprüfung abgeschlossen hat, kann die SD-Karte entfernt und in den Astroberry gesteckt werden. Hier noch ein paar wichtige Worte. Ich empfehle euch während der Installation den Astroberry mit der gleichen Stromquelle zu betreiben, wie ihr ihn auch zum Beispiel auf dem Feld verwenden werdet. Denn erstens habt ihr dann den Handgriff gleich drauf, wie man ihn anschließt, und zweitens könnt ihr hier in der Trockenübung quasi gleich feststellen, ob eure Stromquelle überhaupt die nötige Power hat, den Astroberry zu befeuern und einen konstanten Stromfluss zu gewähren. Das iPad-Ladegerät als Beispiel hat trotz seiner 2,1 Ampere Ausgangsleistung, die eigentlich locker reichen sollte, bei mir Stromprobleme verursacht und führte, sobald ich meine Guiding Cam, die AC120 MCS, mit ihm verbunden hatte, zum Systemabsturz, weil die Leistung der Stromversorgung einfach nicht gereicht hat. Eine zu schwache Stromversorgung wird unweigerlich zu Performanceproblemen und Abstürzen führen. Diese sind nicht nur total frustrierend, sondern könnten sogar den Verdacht erwecken, dass das System bzw. die Programme nicht stabil laufen. Wichtig ist vor allem auch ein relativ kurzes Kabel mit einem noch möglichst hoffentlich guten Stecker zu verwenden, denn ein zu langes Kabel hat auch bei mir Probleme verursacht und ein schon total ausgeleierter Stecker, der führt zu Wackelkontakten, was dann auch wieder zu Systemabstürzen neigt. Wenn ihr das Ganze stationär betreiben wollt, also quasi in eurer Gartensternwarte, dann empfehle ich euch das originale Netzteil des Astroberrys. Es wurde genau dafür gebaut, den Astroberry und weitere Geräte, die an ihm dranhängen, mit ausreichend Strom zu versorgen. Und es ist auch wirklich nicht teuer. Nehmen wir unser WLAN-fähiges Gerät zur Hand, ein Laptop oder ein Tablet, und warten jetzt einfach so lange, bis in unserer WLAN-Netzwerkliste eine Verbindung auftaucht, die Astroberry lautet. Taucht diese auf, verbinden wir uns und geben das Passwort Astroberry, genauso wie ich es hier reinschreibe, ein. Nun wechseln wir einfach in den Internetbrowser und geben folgendes ein: astroberry.local. Und das gilt jetzt nur für die Tablet-Nutzer. Dieses Fenster muss nun bei euch im Webbrowser erscheinen. Wir klicken auf Start, danach links auf das weiße Zahnrad und stellen im Skalierungsmodus auf lokales Skalieren ein. Das ist deswegen wichtig, weil die Tablet-Auflösung und die Astroberry-Auflösung manchmal nicht ganz hinhaut und dann ist das Astroberry-Bild extrem groß dargestellt. Dann seht ihr im Endeffekt so gut wie gar nichts darauf. Deswegen unbedingt darauf achten, wenn ihr Tablets benutzt, lokales Skalieren. Ist das geschehen, können wir einfach auf Verbinden klicken und erneut das Passwort Astroberry eingeben, falls erforderlich. Es gibt dann noch eine andere Möglichkeit, den direkten Modus. Wir stecken eine PC-Maus, eine Tastatur und einen Monitor an den Astroberry über USB und HDMI an und warten, bis wir auf den Desktop geworfen werden. Sind wir in beiden Fällen auf dem Desktop gelandet, sind die weiteren Schritte wieder gleich. Beim ersten Systemstart sollte ein Fenster auftauchen, was uns begrüßt und uns durch ein paar Schritte leiten will. Ich empfehle euch hier, alles so zu belassen, wie es ist. Ich zeige euch später auch, wie ihr dieses Menü im Zweifel nochmal aufrufen könnt. Grundsätzlich ist auch schon die aktuellste Astroberry-Version installiert, aber wir sollten ihn dennoch updaten, allein dass wir es gemacht haben. Das Updaten bzw. allgemein die Arbeit mit einem Linux-System unterscheidet sich ein klein wenig von Windows oder Mac. Wir updaten hier mehr oder weniger selbstständig mit der Konsole und die könnte am Anfang ein wenig verwirrend sein. Deshalb hier eine kurze und stark vereinfachte Erklärung. Wir werden im Laufe der Videos und hier einige Befehle verwenden, unter anderem sudo, apt, und, etc. Für euch ist es im Endeffekt völlig egal, was diese Befehle bedeuten, aber um euch ein klein wenig mehr in die Systemtiefe zu führen, halte ich es dennoch für angebracht, diese zumindest kurz zu erläutern. Der Befehl sudo steht in erster Linie für Superuser und ist mit dem Administrator bei Windows vergleichbar. Dieser Befehl gibt dem, der ihn benutzt, allumfassende Macht über das System
und sollte deshalb nur dann benutzt werden, wenn er wirklich erforderlich ist. Dann wäre da noch APT. APT taucht immer wieder in Form von zum Beispiel APT Update, APT Get, APT Install und so weiter auf. APT ist dabei einfach nur eine Abkürzung für Advanced Packaging Tool und ist, wie der Name schon sagt, ein fortschrittliches Paketierungswerkzeug, dessen Aufgabe es ist, uns die Arbeit zu erleichtern. Anstatt dass wir die ganzen Dateien mühsam herunterladen, in Ordner packen und schauen, dass alles funktioniert, erledigt APT das alles für uns. Wir müssen ihm nur mit dem Zusatz zum Beispiel Get, Install, Update und so weiter sagen, was wir eigentlich von ihm wollen. Und da nicht jeder von uns, mich übrigens eingeschlossen, ein Linux-Profi ist, müssen wir hier zum Glück gar nicht denken. Denn es gibt für nahezu alle Anwendungsfälle bereits vorgefertigte Kommandos, die wir nur eingeben müssen und uns ganz entspannt zurücklehnen können. Den ersten dieser Befehle werden wir auch gleich anwenden. Die Konsole ist das vierte Icon von oben links und ist zwischen dem Teleskop und dem Ordnersymbol. Zum Öffnen tippen oder klicken wir einfach einmal darauf. Und den ersten Befehl, den wir exakt so in die Konsole eingeben müssen, lautet sudo apt update und sudo apt upgrade und sudo apt dist-upgrade. Keine Sorge, in der Videobeschreibung sind alle Befehle, die wir heute brauchen, natürlich aufgeschrieben. Und im Handbuch findet ihr an der entsprechenden Stelle natürlich ebenfalls die Befehle. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das war jetzt schon ziemlich verwirrend, oder? Ganz ruhig bleiben. Wir erkennen hier schon mal die Befehle sudo und apt wieder und wissen zumindest schon mal, was sie machen. Dieses und bedeutet in diesem speziellen Fall einfach nur, dass der Befehl hinter den ersten beiden und nur dann ausgeführt werden darf, wenn der erste Befehl vor den und erfolgreich war. Das heißt, erst wenn Befehl 1 erfolgreich war, beginnt der AstroBerry den Befehl 2. Wenn der erfolgreich war, erst danach kommt Befehl Nummer 3. Aber was genau macht dieser Befehl eigentlich? Wir befehlen dem AstroBerry und damit auch APT selbstständig nach allen derzeit verfügbaren Updates zu suchen, diese zu downloaden, in Ordner zu packen, bestehende ältere Dateien zu ersetzen und gegebenenfalls neue Verzeichnisse anzulegen. Und das kriegt er wirklich hin. Das ist wirklich stark, dieses Programm. Ganz wichtig ist aber, dieser Vorgang kann gerne mal mehr als eine Stunde lang dauern und in dieser Zeit darf der AstroBerry niemals vom Strom oder vom Internet getrennt werden, denn hier werden systemrelevante Dateien verändert. Ich habe mal spaßeshalber einfach mal während einem Testlauf den AstroBerry vom Internet getrennt. Und das ließ ihn abstürzen und ein Neustart war daraufhin nicht mehr möglich, da das Betriebssystem sich selbst zerschossen hatte. Nachdem ihr dann Enter gedrückt habt, wird der AstroBerry euch nach dem Passwort fragen. Hier einfach wieder AstroBerry eingeben und bestätigen. Ihr seht vielleicht auch schon, dass Passwörter in der Konsole nicht angezeigt werden. Das heißt, ihr habt zwar etwas eingegeben, ihr seht aber nicht was. Das ist einfach nur eine Sicherheitsfunktion. Nach einiger Zeit wird euch der AstroBerry dann auch fragen, ob ihr neue Dateien hinzufügen wollt, da sie ein paar Megabyte an Speicher benötigen. Hier genügt ein einfaches kleines Y und danach ein Drücken auf die Enter-Taste, um das Ganze zu bestätigen. Ist das Update erfolgreich installiert, erkennen wir den Abschluss daran, dass in der Konsole unten eine Schrift aufleuchtet. AstroBerry at AstroBerry Doppelpunkt ist gleich Dollar. Das signalisiert uns im Endeffekt, dass der Befehl abgeschlossen ist und der AstroBerry auf weitere Befehle von uns wartet. Grundsätzlich ist damit alles eigentlich erledigt. Wir werden aber für die Benutzung einer DSLR noch ein bisschen weitergehen müssen und ich empfehle diesen Vorgang auch für die, die nicht mit der DSLR fotografieren wollen, weil es nur ein Arbeitsschritt ist und wir dann alle mit dem gleichen System weiterarbeiten können. Und zugegeben, der nächste Befehl, den wir gleich eingeben müssen, ist wirklich lang. Dafür ist er aber ein Komplettpaket für das Fotografieprogramm GPhoto 2. Wir werden zwar ohne GPhoto 2 arbeiten, aber ECOS kann auf dieselben Bibliotheken zugreifen. Und das ist für uns insofern gut, als dass wir damit ein paar mögliche Fehlerquellen mit den DSLRs beseitigen können, noch bevor diese überhaupt entstehen. Erneut gilt unbedingt, exakt so eingeben wie ich und auch bitte hier kontrollieren, dass sich keine Rechtschreibfehler eingeschlichen haben. Und wie gesagt, in der Videobeschreibung ist der entsprechende Befehl nochmal aufgeschrieben, im Handbuch ist der Befehl drin und den geben wir jetzt einfach mal ein. Ich weiß, es ist sehr viel.
Und durch den letzten Befehl, in dem sudo steht, wird uns der AstroBerry erneut nach dem Passwort fragen. Auch hier einfach wieder AstroBerry eingeben. Die Konsole wird uns nun nach einiger Zeit fragen, welche Version wir genau downloaden wollen. Wir wählen hier die Option 2, nämlich die neueste, stabile Version. Hier genügt es einfach, eine 2 einzugeben und mit Enter zu bestätigen. Ihr werdet schnell merken, dass der Befehl selber zwar wirklich lang war, das Downloaden aber bei weitem nicht so lange dauert wie bei dem vorherigen Update. Ist auch das erledigt, seid ihr fertig und der AstroBerry hat nun umfangreiche Bibliotheken von nahezu allen Kameramodellen, Montierungen, Zubehör etc. Ihr könnt nun mit dem AstroBerry herstellerunabhängig eure Astro-Ausrüstung bedienen. Und ich hoffe, ihr versteht mich dabei, wenn ich euch nicht jede einzelne Funktion zeigen kann, da mir erstens die Ausrüstung und zweitens auch schlichtweg die Zeit fehlt, eine 50 Stunden lange Tutorial-Reihe zu machen. Wie bereits im Inhaltsverzeichnis erwähnt, werden uns auf den nächsten Seiten die sehr mächtige Software K-Stars ECOS ansehen und unsere Ausrüstung mit ihr verbinden und eine automatische Aufnahmesession damit durchführen. Die gute Nachricht zuerst, die Konsole brauchen wir jetzt nicht mehr. Bevor wir aber mit K-Stars ECOS anfangen, möchte ich noch kurz mit euch die Sprache des AstroBerry auf Deutsch ändern, den Umgang mit der weiter oben erwähnten blauen Leiste erklären und euch eine kleine Einführung in die sogenannten Indie-Server geben, die es uns überhaupt erst ermöglichen, mit dem AstroBerry unsere Ausrüstung zu steuern. Fangen wir dafür am besten einfach mal mit der Leiste an, die die Tablet-Nutzer jetzt vor sich sehen sollten. Als erstes schauen wir uns mal den Mauszeiger genauer an. Derzeit ist das dunkelblaue auf der linken Maustaste. Tippen oder klicken wir auf den Mausbutton, können wir zwischen linker, mittlerer und rechter Maustaste wählen. Die Taste, die dann dunkler wird, ist die derzeit ausgewählte. Weiter oben haben wir ja bereits die Tastatur verwendet und deswegen denke ich nicht, dass das näher erklärt werden muss. Das Symbol mit dem A wiederum ist einfach nur eine Erweiterung verschiedener normaler Tastaturbefehle, wie zum Beispiel Steuerung, Alt, Tab und so weiter. Ich habe diese Funktion ehrlich gesagt noch nie benutzt und auch noch nie vermisst. Die Checkliste darunter ist eine Art Zwischenablage für zum Beispiel Befehle. Darunter wiederum finden wir das Zahnrad, mit dem wir alle möglichen Dinge einstellen können. Das Teleskopsymbol ist der Device Manager. Mit ihm können wir unsere mächtigen Indie-Server aussuchen. Deren Funktion gucken wir uns aber gleich nochmal genauer an. Das Satellitensymbol ist nichts anderes als unser GPS. Für unsere Nutzung ohne einen GPS-Empfänger ist er jedoch nicht weiter relevant. Die, ich nenne es mal plump, Dartscheibe ist eigentlich eher ein Polarscope, mit der wir die derzeitige Polarsternposition und die von Mond, Planeten und Sonne sehen können. Und das komische Symbol darunter ist einfach der Logout, der uns danach wieder auf den Anmeldebildschirm wirft. Aber wir Tablet-Nutzer können auch einfach unser Tablet ausschalten, einmal auf den An-Ausschalter drücken und dann ist die Seite sowieso wieder zu. Also ob ihr euch jetzt da wirklich jedes Mal mit dem Symbol ausmeldet oder das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber jetzt, wo all die Funktionen der Leiste besprochen worden sind, ändern wir dann eben die Sprache. Um die Sprache des AstroBerrys zu wechseln, klicken wir oben links auf das Kreissymbol. Von dort aus gehen wir auf Preferences und dort auf die Raspberry Pi Configuration. Dann in dem Fenster, was sich öffnet, auf Localization und dort im Set Local eben die Sprache und den Standort in Deutsch bzw. Deutschland ändern. Nach kurzer Zeit fordert uns das System auf zu rebooten, also neu zu starten. Das wählen wir auch aus und warten etwa eine Minute, bis wir uns wieder anmelden können bzw. im Direct-Modus wieder auf den Desktop geworfen werden. Nachdem wir uns wieder angemeldet haben, machen wir einfach mal mit den Indie-Servern weiter. Arbeiten wir dieses Kapitel schnell ab. Indie-Server bzw. deren Inhalt sind mehr oder weniger mit DirectX zu vergleichen. Für die, die damit nichts anfangen können, kurz eine ganz einfache Erklärung. In unseren PCs schlummern Grafikkarten oder Grafikchips. Die Hardware und die Software wird dazu verwendet, um zum Beispiel Spiele spielen zu können. Es gibt nun Spiele, die zum Beispiel DirectX 12 haben. Habt ihr eine Grafikkarte, die aber nur DirectX 11 unterstützt, dann könnt ihr dieses Spiel nicht spielen, weil euch die digitale Schnittstelle fehlt. Und mehr oder weniger so ähnlich ist es auch mit den Indie-Servern. Denn diese digitale Schnittstelle kommuniziert mit dem AstroBerry und mit eurer Astro-Ausrüstung. Das ist auch wirklich nicht korrekt von mir erklärt, sollte aber eigentlich reichen, damit ihr zumindest das Prinzip dieser Indie-Server versteht. Aber wo sind jetzt diese Indie-Server? Die YouTube-Server sind in riesigen Rechenzentren bei Google. Brauche ich kein Internet, um auf die Server zuzugreifen? Nein.
denn der AstroBerry selbst ist euer Server und sozusagen auch euer Provider. Von ihm aus laufen alle Indie-Server, die ihr einstellt. Diese laufen auch alle im Hintergrund. Das bedeutet, dass ihr von jedem Ort der Welt eure Montierung, Kameras, Fokussierer, Filterräder und so weiter bedienen könnt, solange euer AstroBerry läuft. Besser noch wird es, wenn ihr den AstroBerry mit dem Internet verbunden habt. Denn dann könnt ihr ihn und eure Astro-Rüstung bei euch zu Hause einfach bedienen, während ihr zum Beispiel in Mallorca die Sau rauslasst. Und ist meine Hardware überhaupt mit diesen Indie-Servern kompatibel? Nun, es ist jetzt so, dass nahezu alles mit diesen Servern kommunizieren kann, solange der korrekte Server weiß, was das für ein Gerät ist. Ihr könntet damit theoretisch auch eure Waschmaschine steuern. Rein theoretisch natürlich. Und wie man diese Server einstellt, das sehen wir uns jetzt mal an. Denn für fast alle Geräte gibt es bereits vorbereitete Server, die nur darauf warten, aktiviert zu werden. Um nun die Server auszuwählen, zu verändern und so weiter, tippen wir auf das Teleskopsymbol in der blauen Leiste. Daraufhin öffnet sich der Device Manager. Und ich muss hier ehrlich zu euch sein, ich weiß nicht, wie das Ganze am Laptop aussieht. Es könnte sehr gut sein, dass ihr am Laptop gar nicht diese Leiste habt. Das ist dann aber auch nicht weiter schlimm, denn ihr habt dann immer noch später die Möglichkeit, in KStars selber nochmal die Server einzustellen. Das ist jetzt nur eine Möglichkeit, wie man das unabhängig von KStars machen kann. Es ist also nicht zwangsläufig, aber es ist gut zu wissen, wie es funktioniert. Gehen wir hier mal kurz alle Schritte Schritt für Schritt durch. Euer Equipment Profile ist euer eigenes, von euch erstelltes Profil der Indie-Server. Darunter können wir den Autostart und den Autoconnect wählen. Sind diese ausgewählt, wird bei einem Hochfahren des AstroBerrys das Profil aktiviert und die Server fahren hoch, verbinden sich mit eurer Ausrüstung, noch bevor ihr euch überhaupt anmelden konntet. Dies kann man gerne aktivieren, damit man sie nicht in einer stressigen Nacht vergisst zu aktivieren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel KStars nutzt, dann ist es überhaupt nicht möglich, die Server zu vergessen, weil ihr sie nämlich sowieso bei jedem Start aktivieren müsst, um eure Ausrüstung zu verbinden. Machen wir mal weiter. Unter Autostart und unter Autoconnect steht dann New Profile. Dort tippen wir erstmal auf die Schrift und danach auf das Plus und erstellen uns ein maßgeschneidertes Profil für unsere Ausrüstung. Tippen wir auf Local Drivers, können wir uns aus einer Liste vorgefertigte Treiber aussuchen, die wir für unsere Ausrüstung benötigen. Ich wähle für mein Profil die G-Photo CCD, da wir dort vorhin für nahezu jede Kamera die aktuellen Treiber geladen haben und damit fast jede DSLR herstellerunabhängig bedienen können. Danach wähle ich noch den ZWO CCD Treiber, damit ich meine Guiding Cam, die ZWO AC120 MCS, ansteuern kann. Benutzt ihr eine andere Kamera von anderen Herstellern, ist dies auch kein Problem. Einfach den Hersteller eingeben und antippen, zum Beispiel QHY, Atik, Altair und so weiter. Nun wähle ich noch den Sinscan-Treiber aus, damit ich meine HEQ 5 Pro bedienen kann. Habt ihr eine andere Montierung, die nicht von Skywatcher kommt, beziehungsweise eine Skywatcher-Montierung, die aber kein Sinscan ist, müsst ihr nur mal suchen. Es empfiehlt sich auch einfach mal nur EQ in die Suche einzugeben und zu schauen, was da alles bei rauskommt. Achtet auch darauf, dass diese auch wirklich ausgewählt wurden. Die aktuellen Treiber findet ihr in der grauen Box unter Local Drivers und werden, nachdem ihr sie angeklickt habt, mit einem Häkchen versehen. Da ich nichts anderes an Ausrüstung zum Hinzufügen habe, kann ich nun unten auf das grüne Feld mit dem weißen Zahnrad tippen und die Server damit starten. Das Feld wird danach grau und darunter wird signalisiert, dass die Server online sind und auch welche genau online sind. Weiter als hier möchte ich aber eigentlich nicht gehen, damit wir hier keine 20 Stunden lang da sitzen müssen. Um jetzt weiterzumachen, gehen wir oben wieder auf die Equipment Profile und wählen Simulators aus. Wir müssen jetzt den alten Server durch Tippen auf Stopp beenden und die Simulatoren starten. Und damit können wir jetzt auch in KStars ECOS wechseln und unser vorerst noch simuliertes Teleskop einmal testen. Dabei ist es aber nicht einfach nur ein Teleskopsimulator, sondern eigentlich schon ein wenig mehr. Denn dieser Simulator hat mehr Ähnlichkeit mit einem echten Teleskop als zum Beispiel Forza Motorsport mit einem echten Auto. Um KStars ECOS zu öffnen, klicken wir weiter oben in der Leiste auf das schwarze Teleskopsymbol. Wir müssen jetzt einen Moment warten, bis KStars sich und seine Bibliotheken geladen hat. Ist alles geladen, öffnet sich dieses Fenster. Wir werden nun zuerst durch den KStars Einrichtungsassistenten gelotst. Zunächst werden wir gefragt, wo wir uns ungefähr befinden. Ich wähle hier Heilbronn aus. Nicht weil ich in Heilbronn wohne, sondern weil Heilbronn einfach die mir nächstgelegene größere Stadt ist. Danach werden wir gefragt, ob wir extra Datendateien herunterladen wollen.
Bei diesen Dateien mit diesem sonderbaren Namen handelt es sich um Dateien, die weitere Objekte wie zum Beispiel Sterne von höheren Magnituden, also dunklere Sterne, mit in unsere Bibliothek hinzufügen wollen. Wir können uns auch hier weitere Hintergrundbilder runterladen. Vieles davon ist aber ehrlich gesagt eher eine nette Spielerei, da die eigentlich die relevanten Objekte von Anfang an mit dem AstroBerry mitinstalliert werden. Ich lade hier auch nichts herunter, kann es euch aber nur empfehlen, dort einfach mal ein wenig rumzuschmökern. Vielleicht wollt ihr etwas hinzufügen, was für euch wichtig ist oder was euch einfach gefällt. Dafür einfach auf Installieren klicken und das Ganze wird für euch heruntergeladen und automatisch installiert. Schließen wir das Fenster jetzt unten rechts, landen wir auf dem vorherigen Fenster und können den Assistenten abschließen. Nun öffnet sich der Tipp des Tages. Dieser öffnet sich bei jedem Start von K-Stars, es sei denn, wir wählen das Häkchen links unten im Fenster ab. Und jetzt haben wir die volle Kontrolle über die AstroBerry-eigene Planetarium-Software, die in Art und Umfang ein wenig mit Stellarium verglichen werden kann. Von dort aus können wir auch unsere Montierung steuern und auch Montierung ohne Go-To-Funktion dann computergesteuertem Polar-Alignment und Plate-Solving verwenden. Beides funktioniert sowohl online als auch offline, also auch ohne Internetverbindung. Auf die Funktionen in K-Stars möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Ich möchte euch lieber zeigen, wie wir mit ECOS unsere Ausrüstung verbinden und mit ihr arbeiten können. Um ECOS zu starten, müssen wir auf das Dom-Symbol in der Leiste in K-Stars tippen. Es ist das fünfte Symbol von rechts. Haben wir auf das Symbol geklickt, öffnet sich ein weiterer Assistent, der uns hilft, uns in ECOS zurechtzufinden. Ich kann euch nur raten, euch die Online-Ressourcen mal anzuschauen, wenn ihr noch tiefer in die Materie einsteigen wollt. Für den Moment jedoch klicken wir auf Weiter und führen die ersten Einstellungen durch. Im nächsten Fenster werden wir gefragt, wo unser Equipment angeschlossen ist. Da es mit dem AstroBerry verbunden ist, in diesem Falle die Simulatoren, und wir das Ganze auch mit dem AstroBerry steuern wollen, unsere Ausrüstung, müssen wir auf die Fläche mit dem Monitor tippen, die sagt, dass die Ausrüstung mit diesem Gerät verbunden ist. Nachdem wir das ausgewählt haben, öffnet sich ein anderes Fenster. Wir werden nun gefragt, wie unser Profil, mit dem wir unsere Ausrüstung steuern wollen, heißen soll. Ich habe hier einfach Skywatch eingegeben. Ihr könnt hier aber im Endeffekt eintragen, was ihr wollt, denn es ist nur ein Name. Jetzt ist es wichtig, mit welchem Guider ihr arbeiten wollt. Ich habe monatelang mit PhD2 gearbeitet und halte wirklich sehr, sehr viel von diesem Programm. Das einzige Problem ist hier nur, dass wir dann drei Programme gleichzeitig bedienen und kontrollieren müssten. Einmal K-Stars, einmal ECOS und einmal PhD2. Zugegeben, K-Stars läuft eigentlich im Hintergrund, da müsst ihr eigentlich gar nichts machen, aber trotzdem könnte es ziemlich anspruchsvoll sein, gerade für Anfänger, zwei unterschiedliche Programme immer hin und her zu switchen auf dem Feld und zu gucken, dass beide laufen. Das nächste Problem wäre noch der Lin-Guider. Der wurde von mir auch schon getestet und ich würde gerade Anfänger davon abraten. Vor allem, weil PhD2 um Welten leichter ist und man mit dem Programm wirklich Freude hat. In diesem Tutorial jedoch nehmen wir den internen Guider, denn ECOS hat sein eigenes Guiding-System, der genauso leicht, ich würde sogar fast sagen, noch leichter als PhD2 zu bedienen ist. Weitere Services wähle ich hier aber nicht an, da sie für uns nicht erforderlich sind. Wir können nun auf Profil erstellen und Geräte auswählen tippen. Nach wenigen Sekunden öffnet sich dann ein anderes Fenster. Okay, lassen wir das mal eben sacken. Es sieht aber viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Wir lassen tatsächlich erstmal alles so, wie es ist und springen direkt zu Geräte auswählen. Da wir hier zuerst einen Simulator testen wollen, wählen wir im Feld Montierung den Simulator und dort den Telescope Simulator aus. Bei der CCD handelt es sich um die Hauptaufnahmekamera. Hier wählen wir den CCD Simulator aus. Dieser versteckt sich unter CCD Simulators. Jetzt noch eben die Nachführung einstellen und wir haben das Schlimmste eigentlich schon geschafft. Hier wählen wir unbedingt den Guide Simulator aus. Ihr findet ihn unter Simulators und dann Guide Simulator. Ganz wichtig, später mit der richtigen Ausrüstung, das zeige ich euch dann aber noch, wählen wir dort zum Beispiel im Falle einer ASI-Kamera, zum Beispiel einer ASI 120 MCS, ebenfalls die ASI-CCD aus. Wir wählen nur deshalb hier den Guide Simulator aus, damit das Programm weiß, was wir vorhaben. Aber wie gesagt, dazu später mehr, keine Sorge, wir gehen noch genau auf alles ein. Und die anderen Felder lassen wir für den Test nochmal eben leer. Ich möchte aber trotzdem nochmal eben eine kurze Erklärung der anderen Felder anbringen. Und zwar mit Fokussierer ist hier im Endeffekt ein elektronischer Fokussierer gemeint.
Der Filter kann ein elektronisches Filterrad oder elektronische Filterradwechsler sein. Für den Fall, dass ihr eine elektronisch ausfahrende Sternwarte habt, könnt ihr sie im AstroBerry theoretisch steuern. Dafür müsst ihr sie im Dom einfach nur auswählen. Mit dem Wetter könnt ihr euch theoretisch auch eine eigene Wetterstation mit dem AstroBerry verbinden. Mit den verschiedenen AUX-Ports könnt ihr andere Geräte steuern bzw. verbinden, unter anderem auch den Engine. Zum Schluss noch das AO, das steht einfach nur für Adaptive Optics, also adaptive Optiken. Jetzt aber wieder zurück zum Thema. Haben wir alles ausgewählt, was wir auswählen wollten, sollte das Ganze jetzt so aussehen. Ist das erledigt, klicken wir auf Speichern unten rechts und werden auf das eigentliche Fenster von ECOS geworfen. Jetzt schauen wir uns erstmal ein wenig um. Der obere Bereich ist für uns jetzt erstmal relevant. Unter 1 können wir unser Profil ändern, bearbeiten, ein neues hinzufügen und so weiter. Bei dem zweiten, Start und Stop ECOS, können wir ECOS starten, was dazu führen wird, dass unsere zuvor aktivierten Indie-Server beendet werden und ECOS seine eigenen neu startet. Das sind im Endeffekt die gleichen Server. Das ist auch nicht weiter schlimm und ihr seht schon, auch als Laptop-Nutzer könnt ihr problemlos später die Indie-Server euch einstellen. Wir hätten uns also auch eigentlich die Arbeit vorher sparen können, unsere Indie-Server selber zu erstellen oder ein Profil zu erstellen. Aber wir arbeiten ja nicht nur ausschließlich mit KStars ECOS, sondern auch mit anderen Programmen, zum Beispiel für Planetenaufnahmen. Und die sind teilweise auf unser vorheriges Einrichten der Indie-Server angewiesen. Teilweise kann man auch noch dann in dem Programm selber noch einstellen, was man einstellen muss. Aber jetzt habt ihr auf jeden Fall zwei Möglichkeiten gesehen, wie ihr die Indie-Server euch individuell einstellen könnt. Einmal für jeden, der ECOS nutzt, zwangsläufig und an einmal halt über das Menü. Machen wir aber mal weiter. Mit dem Punkt 3 Geräte verbinden, Verbindung trennen, können wir unsere Geräte, wie schon gesagt, verbinden und wieder trennen. Wollen wir Änderungen an unserem Profil vornehmen oder unter 2 ECOS stoppen, müssen wir aber zuvor unsere Ausrüstung mit einem Klick trennen. Tippen wir bei 2 auf das Play-Symbol, also das erste von links unter 2, wird ECOS komplett hochgefahren und alles beginnt sich selbstständig zu verbinden und miteinander zu kommunizieren. Schauen wir uns mal an, was hier gerade passiert ist. Das Fenster rechts zeigt uns, welche Geräte alle angesteuert werden und die grünen Lämpchen bei Verbindung signalisieren uns, dass diese auch tatsächlich verbunden sind. Ein gelbes Licht sagt uns einfach nur, dass es versucht, sich zu verbinden und ein rotes deutet darauf, dass die Verbindung aus irgendwelchen Gründen fehlgeschlagen ist. Da wir hier vorerst nur simulieren, können wir das Fenster mit dem Button unten rechts schließen. Sollten wir etwas daran ändern müssen, werde ich euch darauf hinweisen. Manch einem wird es aufgefallen sein, es sind einige Symbole dazugekommen. Und auf die werden wir alle gleich näher eingehen. Gucken wir uns jetzt erstmal nochmal genauer um. In der Mitte sehen wir ein schönes Bild vom Pferdekopfnebel und einen durchgestrichenen Kreis. Darunter sehen wir zwei umkreiste Bereiche mit dem Namen Sequence und Overall. Hier werden später übersichtlich ein Vorschaubild, der Fortschritt der aktuellen Aufnahme und der Gesamtfortschritt angezeigt. Darunter sehen wir Monologe des Programms, das uns sagt, was es gerade macht bzw. was funktioniert und was nicht. Für den Fall, dass eure Ausrüstung sich nicht verbinden konnte, also im vorherigen Fenster die Lichter quasi rot waren, wird hier auch in roter Schrift angezeigt, woran es liegen könnte oder woran es gelegen hat. Gehen wir jetzt einfach mal jedes Fenster mal eben durch, das sich hinter einem Symbol versteckt. Die Startseite haben wir ja bereits gesehen, also machen wir gleich weiter mit dem zweiten Symbol von links. Das ist das Logbuch. Hier können wir Sequenzen, also Aufnahmesessions, planen und steuern. Doch es ist noch viel mehr als das. Es ist mehr eine Art Komplettsteuerung oder eine Zentrale hinter den Kulissen unserer Astrofotografie-Nacht, die auch Shutdowns oder zu Deutsch das Herunterfahren nach getaner Arbeit umfasst. Diese Seite werden wir in diesem Tutorial aber nicht näher besprechen und ich selber nutze sie zum Beispiel gar nicht. Kommen wir zum nächsten Symbol und das ist das Symbol mit den roten und blauen Linien. Hierbei handelt es sich um eine Timeline. Würde nun bereits das Guiding und unsere Aufnahmesession laufen, würden hier verschiedenfarbige Balken angezeigt werden, die uns zeigen, was wir in der Nacht bereits alles gemacht haben. Darunter finden wir eine ganze Menge zum Ankreuzen, aber ich rate euch strikt davon ab, dort irgendetwas zu verändern. Auch diese Seite muss nicht näher erklärt werden und ich nutze auch diese Seite nicht wirklich. Doch die nächste Seite wiederum ist gleichzeitig eine der wichtigsten für uns und unsere Astrofotos. Besprechen wir das Kamerasymbol. Diese Seite steuert unsere Aufnahmekamera
und unsere Filterräder, wenn wir welche haben. Diese Seite ist so komplex, dass ich mir hier wirklich Mühe geben muss, alles so kurz wie möglich und doch so ausführlich wie nötig zu erklären. Gehen wir mal alles durch. In den weißen Schriften sehen wir die einzelnen, ich nenne es mal Überschriften der einzelnen Kapitel hier drin. Camera and Filter. Hier stehen Infos zur Kamera. Dort könnt ihr auch den Kühler von einer gekühlten CCD wie zum Beispiel der AC533 oder der Omegon 16000 VTEC einstellen. Unter den Capture Settings könnt ihr allgemeine Infos einstellen, wie zum Beispiel die Länge der Aufnahme, die Anzahl, der Gain bei dedizierten Astro-Kameras oder die ISO bei DSLRs. Die Art eurer Aufnahme bei Typ, zum Beispiel Luminanz, H-Alpha, O3 und so weiter. Ihr könnt im Endeffekt noch weit mehr einstellen. Jedoch ist das für den Anfang gar nicht nötig. Wir gehen später viel gezielter darauf im Realbeispiel ein. Jetzt habt ihr es mal gesehen, jetzt wisst ihr, wie es aussieht. Das letzte, worauf ich hier aber noch eingehen möchte, ist die Bildfolgenwarteschlange auf der rechten Seite des Fensters. Habt ihr eure Werte eingetragen, zum Beispiel Belichtung 180 Sekunden, Anzahl 75, Verzögerung 0, Typ, Light, ISO 800 und so weiter, könnt ihr, indem ihr auf das Plus unter Bildfolgenwarteschlange die Infos hinzufügen, sodass diese in der Tabelle angezeigt werden. Erst jetzt können wir unten rechts auf das Abspielen-Symbol klicken und dann wird automatisch die Fotografie-Session begonnen und der AstroBerry kontrolliert eure Kamera, stellt sie entsprechend ein und beginnt dann mit der Aufnahme des ersten Bildes. Dies macht zu diesem Zeitpunkt aber noch gar keinen Sinn, denn das Guiding läuft noch nicht. Machen wir nun aber erstmal weiter mit den Symbolen. Wie gesagt, im Realbeispiel gehen wir noch mehr als nur ausführlich darauf ein. Die nächste Seite ist nur für die relevant, die einen elektronischen Fokussierer haben. Da ich keinen besitze, kann ich nicht viel dazu sagen. Und bevor ich etwas Falsches sage, lasse ich es lieber. Stellt ihr ganz am Anfang bei dem Profil einen Fokussiersimulator ein, könnt ihr das Ganze auch simulieren. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Aber es ist halt nur ein Simulator. Das nächste Fenster ist nochmal wirklich sehr wichtig für uns. Hier könnt ihr eure Montierung steuern. Ihr könnt sie parken lassen und noch ein paar andere Dinge einstellen. Wichtig! Oben seht ihr Telescope Simulator und Telescope Simulator Nachführungsbereich. Dort müsst ihr später eure tatsächlichen Teleskopwerte eintragen. Das machen wir aber später noch. Für den Simulator können wir diese Werte so lassen, wie sie sind. Schauen wir uns eben noch das Zielscheibensymbol an. Hierbei handelt es sich um die ECOS eigene Plate Solving Plattform. Mit den Simulators kann man das Ganze grundsätzlich testen. Es ist aber erst wirklich mit einem Raspberry Pi 4 wirklich sinnvoll nutzbar, da hier wirklich viel Rechenpower benötigt wird. Wenn ihr eure Astro-Ausrüstung später verwendet, dann müsst ihr unbedingt, wenn sie verbunden ist, den AstroBerry mit dem Internet verbinden. Am besten ihr baut alles testweise mal zu Hause auf. Dann könnt ihr unten auf die Einstellungen klicken und danach könnt ihr dann einfach euch die Bibliotheken runterladen. Eine kurze Anmerkung, ich habe es mal ganz kurz probiert, jedoch war mir die Performance bei dem Raspberry Pi 3B Plus, den ich habe, und halt der Canon DSLR, also dem extrem großen Sensor, einfach zu schwach. Funktionieren tut's aber definitiv. Ich persönlich arbeite aber auch viel lieber mit der Handbox. Und wenn irgendwann wieder ein Raspberry Pi 4 lieferbar ist und kein Vermögen mehr kosten sollte, dann werde ich vielleicht auch auf Plate Solving komplett umsteigen. Ich rate euch hier aber, wenn ihr die Funktion Plate Solving und Polar Alignment, was man hier auch machen kann, nutzen wollt, dazu euch in das Thema spezifisch einzulesen. Hier fehlt uns einfach die Zeit. Kommen wir nun zum letzten und eigentlich genauso wichtigen Fenster wie das Kamerasymbol. Das hier ist der interne Guider von ECOS. Wir brauchen hier gar nichts machen, außer auf Nachführung oben links zu klicken. Der AstroBerry wird selbstständig sich eine Handvoll Guide-Sterne aussuchen und mit diesen guiden. Ich weiß nicht, wie viele er insgesamt verwenden könnte, aber mein höchstes waren bislang 10 Sterne. Wichtig! Wenn ihr dissern wollt, dann müsst ihr unten rechts auf Einstellungen klicken und in dem dann auftauchenden Fenster Disser suchen und mit einem Häkchen aktivieren. Und schon wird der AstroBerry mit den Standardeinstellungen nach jedem Bild automatisch dissern, das Guiding wieder aktivieren und das nächste Bild starten. Ihr könnt hier natürlich auch die Werte individuell einstellen, wie ihr sie gerade braucht oder wollt. Wenn wir jetzt auf Nachführung geklickt haben, wird sich das Bild oben rechts verändern. Denn nun beginnt der Guiding Simulator seine Arbeit und nimmt hier 5 geeignete Guiding-Sterne ins Visier. Berechnet die Nachführfehler eurer simulierten Montierung,
kämpft gegen das simulierte Seeing und wird irgendwann alle Infos zusammenhaken und das Guiding beginnen. Sobald das Lämpchen bei Guide Info links in der Mitte vom gelben Prep auf Starten wechselt und sich grün verfärbt, guidet ihr. Leichter geht's eigentlich gar nicht mehr. Ein Knopfdruck und ihr könnt stundenlang dasselbe Objekt fotografieren, ohne dass es abdriftet. Bei PhD2 zum Beispiel bräuchtet ihr noch eine Dark-Bibliothek von eurer Guiding-Kamera. Das braucht ihr hier gar nicht. Ihr könnt einfach auf Nachführung klicken, wenn eure Nachführkamera angeschlossen ist und fertig. Jetzt, wo wir guiden, ist es aber wieder an der Zeit, unsere Hauptkamera scharf zu machen. Dafür wechseln wir einfach zurück auf das Kamerasymbol. Ich habe hier, wie weiter oben schon erklärt, meine Belichtungszeit, die Menge und so weiter eingestellt und bin oben rechts auf das Plus gegangen und habe danach unten rechts den Play-Button gedrückt, womit die Aufnahmesession auch gleich beginnt. Ist das Bild aufgenommen, passiert die ersten Sekunden scheinbar nichts. Das täuscht aber nur, denn ein Blick nach unten rechts auf den blauen Fortschrittsbalken sagt uns, dass er das erste Bild von der Kamera heruntergeladen hat und jetzt am Dissern ist. Sobald das Bild verarbeitet ist, öffnet sich ein kleineres Fenster und dann wird uns das Bild quasi angezeigt. Das ist hier aber nur ein simuliertes Bild von dem simulierten Nachthimmel. Die tatsächlichen Bilder sehen ziemlich anders aus. Dazu aber gleich im Praxistest mehr. Aber jetzt, nach der ganzen Zeit, haben wir es endlich geschafft. Der AstroBerry ist installiert und funktioniert in der Theorie. Lasst uns jetzt eben die Ausrüstung bei einem echten Feldtest beim Nordamerika-Nebel durchführen. Es gibt da noch ein, zwei Dinge, die sich ein wenig von den Simulatoren unterscheiden, aber auf die gehen wir auf jeden Fall jetzt gleich ein. Der erste Test mit dem AstroBerry. Wichtig ist hier zu erwähnen, wie wir unsere Montierung mit dem AstroBerry kommunizieren lassen. Und ich würde sagen, dafür reisen wir einfach mal eben in die Vergangenheit und schauen mal, wie ich das Ganze am Nordamerika-Nebel gemacht habe. Und im Endeffekt habt ihr am Anfang erstmal einen riesengroßen Kabelsalat. Der kann natürlich ganz schön verwirrend sein. Und deswegen bröseln wir das Ganze jetzt mal so gut es geht auf. Und dafür beginnen wir am besten mal mit dem ST4-Kabel. Das sieht so ein bisschen aus wie ein LAN-Kabel. Das eine Teil kommt oben in die Guiding-Kamera und das andere Teil kommt dann in den Guiding-Port von eurer Montierung. Wichtig ist natürlich, dass eure Montierung einen solchen Guiding-Port besitzt. Das nächste Kabel, was wir brauchen, sieht ein bisschen komisch aus. Das ist ein USB-3-Kabel und auf der anderen Seite ist der, ich nenne es mal ganz vorsichtig, der Druckeranschluss. Der Druckeranschluss wiederum, der kommt in eure Astro-Kamera und der andere USB-3-Anschluss, der kommt in den AstroBerry. Was wir jetzt noch brauchen, ist eine direkte Verbindung zwischen dem AstroBerry und eurer Montierung. Ihr könnt es im Endeffekt auf zwei Möglichkeiten lösen. Die erste Möglichkeit ist ein ziemlich teures Kabel, wir reden ja wirklich von 40 bis 50 Euro, ein ziemlich teures Kabel zu kaufen, das heißt EQ-Mod-Kabel oder das gibt es auch für verschiedene Montierungen. Grundsätzlich sieht das mehr oder weniger so aus. Wir haben also einmal einen normalen USB-Anschluss und auf der anderen Seite wieder den gleichen Anschluss wie an unserem Handcontroller. Und wenn ihr dieses Kabel habt, dann schließt ihr einfach anstelle des Handcontrollers dieses Kabel an den Handcontroller-Anschluss an. Und die andere Seite wiederum in den AstroBerry. So habt ihr eine direkte Verbindung zwischen eurer Montierung und eurem Astro-Computer. Wenn ihr jetzt dieses Kabel nicht habt, könnt ihr auch ganz einfach ein Druckerkabel nehmen. Entscheidend ist dabei allerdings, und das ist ganz wichtig, das gilt jetzt auch nur für die Heiko 5 Pro, dass eure Handbox einen solchen Anschluss überhaupt hat. Die EQ6 zum Beispiel, die hat an ihrem Montierungskopf so einen Anschluss. Da braucht ihr theoretisch dann nicht mal den Handcontroller auszustecken. Bei der Heiko 5 Pro ist es allerdings so, die älteren Montierungen haben den noch nicht, die neueren Montierungen, die haben den alle schon. Meine hat es zum Glück auch schon und dementsprechend kann ich jetzt dort das Kabel auch anschließen. Dabei kommt dieses, das ist im Endeffekt ein Druckerkabel, der USB-Anschluss vom Drucker kommt dann quasi in die Handsteuerbox und der andere USB-Anschluss, der normale, der kommt in den AstroBerry. Es gibt aber eine kleine Sache, die ich unbedingt erwähnen muss. Und zwar, wenn ihr das Ganze über die Handsteuerbox-Lösung, also mit dem Druckerkabel für 2 Euro löst, dann müsst ihr vorher ein Star-Alignment machen. Ob das jetzt ein 1-Star, 2 oder 3-Star, das spielt keine Rolle, aber ihr müsst eins machen. Wenn ihr das nämlich nicht macht, habt ihr keine Möglichkeit, mit eurer Montierung kommunizieren zu können. Ich habe auch ein bisschen rumprobiert, PC Direct Mode bringt dann nichts und ich habe auch ein paar andere gefragt. Die haben genau das gleiche Problem. Erst ein Star-Alignment und dann erst hat das Ganze funktioniert. Gut, jetzt haben wir das Ganze verbunden, aber wie funktioniert das eigentlich? Das ist eigentlich ziemlich einfach, hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach. Im Endeffekt nimmt die Guiding-Kamera jetzt ein Bild auf
und schickt dieses Bild an unseren Astrocomputer. Der Astrocomputer bzw. die Software auf dem Astrocomputer, PhD2, der ECOS eigene Guider, LIN-Guider, es gibt da was weiß ich wie viele verschiedene Programme. Im Endeffekt rechnet dieses Programm jetzt aus, okay, der Stern ist hier, er sollte aber eigentlich ein bisschen weiter links sein. Das ist schlecht. Dann gibt er jetzt diesen Befehl, fahr ein bisschen weiter nach rechts, damit der Stern wieder links ins Bild kommt und schickt diesen Befehl an die Guiding-Kamera. Die Guiding-Kamera bearbeitet es nicht weiter, die schickt das Ganze nämlich direkt zur Montierung. Die Montierung bekommt dann den Befehl, aha, ich muss ein bisschen nach rechts fahren, dann tue ich das mal. In der gleichen Zeit macht die Guiding-Kamera noch ein Foto, schickt das wieder zu eurem Astrocomputer, der berechnet es wieder und stellt fest, gut, der Stern passt. Und dann stellt er gleich wieder fest, oh, der Stern passt wieder nicht, jetzt muss er ein bisschen nach oben wandern, gibt den Befehl direkt wieder zurück an die Guiding-Kamera, Guiding-Kamera direkt wieder zur Montierung. Im Endeffekt ist es immer ein kleiner Austausch. Und das passiert eigentlich im Sekundentakt, je nachdem, was ihr da eingestellt habt. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist, wie man die Kamera mit der Montierung bzw. die Kamera mit dem Astrocomputer verbindet. Bei der Canon ist es eigentlich ziemlich einfach gelöst. Dann nehme ich ganz einfach dieses USB-Mini-Kabel, nicht zu verwechseln mit Micro-USB. Mit dem Micro-USB haben wir früher unsere Handys geladen. Die USB-Mini wiederum, das sind diese, die sind ein bisschen dicker, die sehen ein bisschen anders aus. Das kommt im Endeffekt bei der Kamera rein und das andere USB-Kabel, ihr wisst es schon, das kommt in den AstroBerry. Und so einfach verbinde ich dann im Endeffekt meine Montierung, die Kameras, den AstroBerry, alles miteinander. Wollt ihr mit dem AstroBerry jetzt zum Beispiel über PhD2 ausschließlich guiden und eure Kameras ohne den AstroBerry zum Beispiel mit einem Intervalometer steuern, dann braucht ihr keine Verbindung zwischen AstroBerry und Montierung, da dann die Guiding Cam mit der Montierung direkt kommuniziert. Dissern und so weiter ist dann jedoch nicht möglich. Und ich kann euch hier ehrlich gesagt auch gar nicht sagen, welche Methode besser ist, also die teure Methode mit dem EQ-Mod-Kabel oder die Lösung mit dem Druckerkabel. Ich kann nur sagen, ich bleibe definitiv bei Methode 1, damit meine Handbox nicht in der Ecke verstauben muss und weil ich da einfach noch ein wenig selber machen darf. Die Handbox hat mir zum Beispiel auch schon einige Nächte gerettet, zum Beispiel im Plejaden-Video. Schauen wir uns nun aber an, wie sich das Ganze im Praxistest schlägt und was es besonders bei DSLRs noch zu beachten gibt. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir das Ganze mit einem USB-Kabel an der Handbox verbunden haben und alles bereits eingestellt haben. Wobei es hier im Endeffekt egal ist, da wir hier ja nur unsere Ausrüstung verbinden wollen. Schauen wir uns dafür mal eben unser ECOS-Profil an. Die Montierung ist hier SynScan, CCD ist hier GPhoto CCD und Nachführung ist hier, wie weiter vorne im Video schon erwähnt, ZWO CCD. Manch einem wird vielleicht aufgefallen sein, dass es auch Canon CCD-Treiber gibt. Diese nutze ich aber aus mehreren Gründen nicht. Erstens mal, mit dem GPhoto CCD wird fast jede DSLR steuerbar. Mir ist ehrlich gesagt aber auch keine bekannt, die sich darüber nicht steuern lässt. Sogar meine alte 1000D, die sich darüber steuern, die kommt von 2008. Und das nächste ist, sollten wir mal auf eine Sony oder eine Panasonic oder was auch immer umsteigen, dann brauchen wir nur die Werte, auf die ich gleich eingehen werde, ändern. Der Indie-Server bleibt aber der gleiche. Und der nächste Punkt ist, je nach Kameratreiber kann das auch zu Problemen kommen. Mit dem Canon CCD-Treiber hatte ich ganz sonderbare Probleme, die die Benutzung eigentlich völlig unmöglich gemacht haben. Mit dem GPhoto CCD-Treiber hatte ich seit den 6 Monaten, die ich den schon nutze, noch nie Probleme gehabt. Das erste, was wir hier jetzt aber unbedingt machen müssen, ist in die Kamera-Infos unserer DSLR einfügen. Bei Astro CCDs ist dieser Schritt nicht erforderlich, weil ECOS die Werte automatisch einfügt. Um diese Werte für unsere DSLR eingeben zu können, müssen wir die Indie-Server starten und warten, bis das Fenster mit unseren verbundenen Geräten sich öffnet. Wir sehen hier auch sehr schön, dass sich 3 Geräte mit dem AstroBerry verbunden haben. Unsere Guiding-Kamera wurde auch direkt als 2AC120 MCS erkannt. Haben wir als Hauptkamera ebenfalls eine dedizierte Astro-Kamera, wie die AC061, QHY268C etc., können wir uns die Arbeit, die wir gleich mit DSLRs haben, sparen. Denn wie schon vorhin gesagt, bei Astro CCD sollten sich diese Werte, wie bei der Guiding-Kamera der AC120, selber eintragen. Um nun die relevanten Daten, die nur für unsere DSLRs gelten, einzutragen, gehen wir in der Menüführung erstmal auf die GPhoto CCD und von dort in die Bildinformationen. Und dort müssen wir jetzt die Werte unserer entsprechenden Kamera eingeben.
In der Google-Suche könnt ihr einfach R600D-Specs oder Alpha-7-Specs eingeben, eure Kamera eben. In dem Fenster müsst ihr dann im Endeffekt die ersten 6 Felder auf der rechten Seite ausfüllen. Ist dies jetzt geschehen, müssen wir noch unsere realen Teleskopdaten eintragen. Und das machen wir einfach hier. Das dritte Symbol ist von rechts, wie wir bereits vorhin wissen, das Teleskopfenster. Und dort gibt es, wie von vorhin erwähnt, ganz oben die 4 Felder. Einmal ist jetzt links der Name SynScan und dahinter die ersten 2 Felder, die wir mit unseren Teleskopwerten ausfüllen. Und dann rechts davon SynScan Nachführungsbereich, wo wir die Werte unseres GuideScopes eintragen. Das Ganze dann darunter mit einem Klick auf Teleskopinformationen speichern bestätigen. Ist dies geschehen, können wir uns auch eigentlich schon an das Guiding widmen. Wie schon vorhin gezeigt, müssen wir bei KSTARS ECOS einfach nur auf Nachführung klicken. Und das Programm wird sich selbstständig Guiding-Sterne suchen und sich auf unsere Montierung kalibrieren. Das Ganze dauert meist nur 1-2 Minuten. Und in dieser Zeit können wir schon mal unsere Kamera und die Belichtungsreihe vorbereiten. Bei der Dauer stelle ich hier 300 Sekunden ein. Wie viel ihr da tatsächlich einstellt, kommt dabei aber ganz auf euch an. Die Anzahl stelle ich meist deutlich höher ein, als ich reell erreichen kann. In einer Sommernacht wären 50 Bilder mit 300 Sekunden schon eine ganze Menge. Denn das sind schon über 4 Stunden. Jetzt stelle ich noch die ISO auf 800 und hier gilt wieder eure Werte einzutragen. Bei einer Astro CCD wie der AC294 würde ich hier den Gain einstellen. Haben wir unsere Einstellungen vorgenommen, gehen wir wie vorhin auf das Plus bei der Bildfolgenwarteschlange und setzen unsere Kamera scharf. Jetzt noch schnell einen Blick auf die Nachführung werfen und kontrollieren, ob wir schon guiden. Das grüne Lämpchen bei Starten leuchtet und damit führt ECOS jetzt nach. Schnell wieder zurück auf das Kamerasymbol, um keine Belichtungszeit zu verschenken, und unten rechts auf das Play-Symbol klicken, um die Kamera auszulösen. Ist die Belichtungszeit abgelaufen, wird das Bild von der Kamera heruntergeladen und wird uns angezeigt. Habt ihr eine DSLR, empfehle ich das Format von FITS auf Native zu stellen. Dann speichert der AstroBerry die Bilder im kameraeigenen RAW-Format ab und ihr könnt außerhalb von ECOS Kalibrationsbilder erstellen. Unten in der Leiste sehen wir in Echtzeit, was der AstroBerry gerade macht. Er hat das Bild heruntergeladen und gespeichert und zeitgleich das Dissern gestartet. Aber werfen wir dazu nochmal eben einen Blick auf das Guiding. Die Lampe bei Starten ist jetzt gelb. Das liegt daran, dass gerade aktiv gedissert wird und damit die Nachführung unterbrochen ist. In den Graphen unter unserem Live-Bild sehen wir, sobald alles nachgeladen hat, wie das Dissern tatsächlich aussieht. Hat der AstroBerry gedissert und diesen Vorgang kontrolliert, startet er automatisch wieder das Guiding und die Aufnahmeserie. Und das war's. So funktioniert das Ganze. Habt ihr alles in dieser Videoreihe befolgt, dann habt ihr jetzt einen mächtigen Astrocomputer, der sich vor keinem MGen oder einer ASIR verstecken braucht. Wir haben in diesem Video aber nur die Spitze des Eisbergs gesehen. Wünscht ihr euch noch ein Video zu einem anderen Programm oder einer anderen Funktion des AstroBerrys, dann lasst es mich bitte unbedingt in den Kommentaren wissen. Denn die nächsten Videos dieser Reihe werden nach euren Wünschen und Anregungen gestaltet werden. Jetzt haben wir aber wirklich genug geplaudert. Ich hoffe, ich habe alles verständlich rübergebracht und gut erklärt. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit eurem eigenen AstroBerry, wünsche euch allzeit Glück und hoffentlich bis zum nächsten Mal.